Willkommen zu Deine Bergland in Schlagzeilen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Völzihausen-Wallensen. Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Völzihausen und Wallensen sind am Sonntagnachmittag 3 junge Menschen ums Leben gekommen. 2 weitere wurden schwer verletzt und mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen. Einer von ihnen, der 20-jährige Fahrer aus Hameln, verstarb am 9.04.2024 in einer hannoverschen Klinik. Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 16.30 Uhr auf der Landesstraße 463 in Höhe des Humboldtsees. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen war der 20-Jährige mit seinem Auto aus Wallensen kommend in Richtung Völzihausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. In dem Auto befanden sich 5 Personen, von denen 3 tödlich verletzt wurden. Bei den Verstorbenen handelt es sich um eine 18-jährige Frau und einen 19-Jährigen aus Hameln sowie einen 20-jährigen Mann aus Lübbecke. Zur Aufklärung des Unfallhergangs werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Münder unter der Telefonnummer 050 42 50 64 0 in Verbindung zu setzen. Einbeck. Am 27.04.2024 ist es soweit. Das Zweiradhaus in Einbeck öffnet für Sie seine Pforten. Schauen Sie mal. Lamm Springe, der legendäre Lamm Springer September, kann wieder mit einem hochwertigen Programm aufwarten. Hier unser Trailer. Hier sind wir heute Morgen mit Kevin Menzel, dem Geschäftsführer der Spedition Wurzel aus Ilze. Aus einem für die Eifeler natürlich tollen Grund, denn das Eifeler Kino wird wieder öffnen. Und wenn man sich da hinsetzen will, dann setzt man sich auf die Kinosessel, die Firma Wurzel heute hier anliefert. Kevin, wie ist denn dazu gekommen, dass ihr diese außergewöhnliche Fracht sozusagen bewegt? Ja, im Grundsatz war das letzten Endes erstmal eine Anfrage wie jeder an Rauch. Wir haben uns kurz damit beschäftigt und dann haben wir gesagt, okay, wo sollen wir laden, wo soll es hin? Wo seid ihr hergekommen mit dem Material? Die Stühle sind jetzt aus Halle gekommen. Da war ein Kino, die haben neue gekriegt. Die Spedition Wurzel ist ja alteingesessen, kann man sagen, und Umzugsprofis durch und durch. Was ist denn jetzt bei diesen Stühlen hier? Was muss man denn jetzt hier beachten, wenn man diese Waren transportiert? Ja, im Grundsatz muss man schon schauen, dass man das Polster schont. Ne, es sind sehr robuste Stühle, das spielt so ein Stück weit in die Karten. Dann müssen wir halt schauen, dass die Polsterflächen auf den Polsterflächen liegen. Da muss man schon drauf aufpassen. Dadurch, dass sie auch ein gewisses Eigengewicht haben von 25 Kilo, kann man sie nicht allzu hoch stapeln. Und ja, deshalb haben wir auch einfach mal unseren Jumbo mitgenommen und haben dadurch auch alle Stühle hierher gekriegt. Wer sich auch mit dem Gedanken hegt, wenn er was transportieren will, das natürlich gerne mit der Spedition Wurzel zu machen. Was bietet ihr denn für ein Paket an? Also ist das jetzt nur das Abholen, das Transportieren oder baut ihr das auch auf, wenn man was hat? Wie ist das? Ja, also das kommt immer darauf an, was der Kunde sich so wünscht. Also ich werde auch immer mal gefragt, was kostet so ein Umzug innerhalb von Ilze? Da kann ich nur leider sagen, ich muss mir das anschauen, weil der Umfang wirklich sehr, das kann sich ganz schön ausweiten alles. Also letzten Endes bieten wir einen Einpackservice an, wenn es eingepackt werden soll. Das jetzt im Speziellen beim normalen Umzugskunden. Ansonsten Montagearbeiten stehen mit an, auch kleinere Elektroarbeiten oder auch Sanitärarbeiten. Wir bauen Küchen mit um. Also letzten Endes, wenn jemand umziehen möchte und überhaupt keine Ahnung hat, wie sein Umzug vollzogen werden kann, dann bringen wir ihn von A nach B im Fullservice. Und wer das alles nochmal im Detail wissen will, guckt auf die genialste Internetadresse, die man kriegen konnte, nämlich www.wurzel.de. Hätte man gar nicht geglaubt, aber diese
Adresse ist die eure. Genau so. Da erfährt man über das ganze Leistungsspektrum der Spedition Wurzel. Mhm. Kevin Menzel, vielen Dank. Danke. Alfeld, die Leine-Deister-Zeitung, veranstaltete unlängst wieder das beliebte Unternehmerfrühstück 10 vor 8. Dieses Mal in den Räumen des Armeeaus-Klinikums Alfeld. In entspannter Atmosphäre unterhielten sich die zahlreichen Teilnehmer, um bestehende Kontakte zu vertiefen und neue Kontakte zu knüpfen, gemäß dem Motto: Beziehungen schaden nur dem, der sie nicht hat. Ein sehr relevantes Thema wurde im anschließenden Impulsvortrag zum Thema Dienstradleasing behandelt, den das Unternehmen Bike Leasing aus Uslar vorstellte. Bike Leasing ist ein Partner der Firma Rolf Beining, dem Spezialisten für Fahrräder sowie Forst- und Gartentechnik aus Eime. Wenn Sie nicht beim Vortrag dabei sein konnten, sprechen Sie gern Firma Beining in Eime an, wenn Sie Näheres zum Thema Dienstradleasing wissen möchten. Die Kontaktdaten finden Sie auf www.beining.de. Gronau, einen ganz besonderen Tag, erlebten die Teilnehmer einer tollen Veranstaltung des Kulturkreises Gronau. Im Mittelpunkt des Tages stand Leben und Schaffen der Malerin Paula Modersohn-Becker. Zunächst wurde in den Gronauer Lichtspielen der Kinofilm Paula gezeigt. Ein Film des deutschen Regisseurs Christian Schwochow, der sich mit dem kurzen, aber intensiven Leben der Künstlerin auseinandersetzt, die als eine der bedeutendsten Vertreterinnen des frühen Expressionismus gilt. Direkt nach der Filmvorführung ging es dann mit einem Bus ins Landesmuseum nach Hannover, wo die Gruppe eine rund einstündige Führung durch 39 Originalwerke der Künstlerin bekam. Um 18 Uhr entließ Cheforganisatorin Christiane Hell dann die glücklichen Teilnehmer in den Feierabend. Mehr über den sehr aktiven Kulturkreis Gronau mit seinen tollen Angeboten finden Sie auf www.kulturkreisgronau.de. Liebe Zuschauer, wie Sie wissen, lohnt es sich auch immer auf Leine-Bergland TV mal nach interessanten Jobs oder Ausbildungsstellen zu schauen. Hier unsere aktuellen Gesuche. Das Johanniter-Krankenhaus Gronau sucht einen Ergotherapeuten oder eine Ergotherapeutin, MBD, für ihr geriatrisches Team. Wenn Sie kommunikativ und engagiert sind, eine empathische und kollegiale Persönlichkeit mit Einfühlungsvermögen für unsere Patienten, zuverlässig und flexibel sind, wenn Sie Interesse an stetiger Weiterentwicklung durch Teilnahme an fachbezogenen Fortbildungen haben, dann werden Sie Teil unseres geriatrischen Teams aus Medizin, Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie und Logotherapie. Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. Mehr Infos erhalten Sie über unseren QR-Code. Das Modehaus Magnus sucht Mitarbeiter im Verkauf, M, W oder D. Bewerbung bitte an bewerbung@kolle-gruppe.com. Wir sind auf der Suche nach einem engagierten und qualifizierten Zweiradmechatroniker, der unser junges und motiviertes Team ergänzt, egal ob männlich, weiblich oder divers. Deine Aufgaben sind die Durchführung von Reparaturen sowie Inspektion und Wartungsarbeiten an Fahrrädern und anderen Zweirädern. Du machst die Diagnose, Montage und Beratung. Super wäre, wenn du eine abgeschlossene Ausbildung als Zweiradmechatroniker oder Mechatronikerin oder eine vergleichbare Qualifikation mitbringst. Von Vorteil wäre auch, wenn du den Führerschein der Klasse B hast. Dich erwartet ein junges, motiviertes Team. Schick uns deine Bewerbungsunterlagen gerne zu. Spedition Wurzel mit Stammsitz in Elze und einer Zweigstelle in Hamburg sucht Auszubildende, die gern Kaufleute für Speditions- und Logistikdienstleistungen, Fachkräfte für Lagerlogistik oder Berufskraftfahrer werden möchten. Natürlich egal, ob M, W oder D. Und wer schon Berufskraftfahrer ist, darf sich auch gern bei Wurzel melden. Alles Weitere erfahrt ihr auf www.wurzel.de.
Alle Anzeigen finden Sie natürlich wie gewohnt auch nochmal in Ruhe zum Nachlesen auf unserer Webseite www.leineberglandt-tv.de. Und wenn Sie stets auf der Höhe der Zeit bleiben wollen, abonnieren Sie einfach unseren Kanal oder folgen Sie uns auf Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok, Xing und oder X und schauen Sie auf unsere Webseite. Dort gibt es neben den Videos auch noch weitere Infos aus unserer Region, Porträts von Unternehmen, Jobanzeigen, Pressemeldungen und vieles mehr. Und wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, lassen Sie uns gern ein Like da.